Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's von mir mal wieder ein Haul. Und zwar werde ich euch heute das zeigen, was ich an Klamotten wieder gekauft habe. Es ist so einiges zusammengekommen und deshalb dachte ich mir, ist es mal wieder fällig, dass ich für euch ein Fashion Haul drehe. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den Klamotten an, einfach querbeet und werde euch erzählen, woher ich die Sachen habe. Okay? So, dann fangen wir einfach mal an mit H&M. Und da habe ich nämlich gekauft, dieses Oberteil hier. Ich fand das so schön, weil das so ein bisschen auch aussieht wie aus den 60ern. Und ich liebe sowieso so die 60er, die 70er, wie die Frauen rumliefen. Und hier vorne mit dem Reißverschluss. Das ist aus der Abteilung Divided. Und gibt es bei H&M für 14,99 Euro. Ist etwas kurz geschnitten, gerade wenn ihr eine High-Waist-Hose anzieht, kann das sehr cool aussehen. Und dann auch mit Pumps, also hohen Schuhen, dann sieht das richtig sexy aus, weil es auch sehr figurbetont ist und vom Stoff her ein bisschen Stretch. Deshalb ist es sehr, sehr schön und ja, kann ich euch sehr ans Herz legen. Dann machen wir weiter mit Zara und zwar habe ich das nicht aus Deutschland, sondern ich war ja vor kurzem auf Teneriffa, also ich war in Spanien und dort war ich auch ein bisschen shoppen. Da habe ich mir gekauft dieses Oberteil hier von Zara. Ich liebe sowieso diese gestrickten Sachen, weil ich das einfach so, weiß ich nicht, so mädchenhaft finde und sehr, sehr schön für den Sommer oder auch einfach für den Frühling oder Herbst. Ist eigentlich egal. Kostenpunkt weiß ich leider nicht, aber ich glaube mich zu entsinnen, es war runtergesetzt auf 20 Euro. Ja, war im Sale-Bereich auf jeden Fall. Und zwar bei Zara Basic. Ne? Dann machen wir weiter mit Bershka. Und dort habe ich mir zwei Hosen gekauft. Zwei identische. Einmal diese Hose hier. Die ist hochgeschnitten, also High-Waist. Und unten ist sie eng geschnitten. Vor allem, wenn ihr das mit einem Crop-Top anzieht. Sexy. Es ist sehr, sehr schön. Auch für die Arbeit, wenn ihr im Büro arbeitet, sieht das sehr, sehr edel aus. Und diese Hose gab es bei Bershka für 24 Euro noch was, also umgerechnet 25 Euro. Dieselbe Hose habe ich mir auch noch in Khaki Grün gekauft. Hier. Also hinten, genau die Taschen kann ich euch auch noch zeigen. Ist das so? Es ist so eine Bleistifthose. Und ja, zwei Hosen für 50 Euro, da kann man nichts sagen. Des Weiteren habe ich mir noch einen Blazer gekauft. Ist das in der Farbe. Ich liebe diesen Blazer. Ich liebe generell diese Töne, diese Erdtöne. Und deshalb habe ich mir auch diesen Blazer geholt für 20 Euro nur. Und ja, fand ich auch sehr, sehr schön. So, dann habe ich noch bei H&M noch was eingekauft. Stimmt, egal. Ich habe euch ja gerade ein H&M-Oberteil gezeigt. Noch ein H&M-Teil. Ist einfach nur so ein Basic-Oberteil, was ich auch sehr schön finde. Für den Alltag, für die Arbeit oder egal für was. Und das gab es für 9,99 Euro. Fand ich sehr, sehr süß. Des Weiteren habe ich mir noch gekauft einen Hut. Weil ich liebe Hüte. Ich wollte mir sowieso einen Hut kaufen. Und deshalb kam mir dieser Hut gerade recht. Sieht es gut aus? Findet ihr, das steht mir? Muss noch erstmal die Haare richtig machen. So mit Wellen wird das voll gut aussehen. So ein bisschen. So, diesen Hut gab es bei H&M für 12,99 Euro. Dann habe ich mir noch gekauft, beziehungsweise bestellt, eine Kette. Ups, Moment. Eine Kette von Mashima. Ich liebe so aufwendige Ketten und deshalb fand ich diese Kette auch sehr, sehr schön. Ich werde euch unten in der Infobox die, den Online-Shop verlinken, dann könnt ihr sehen, wo man diese schöne Kette kaufen kann. Jetzt machen wir weiter mit den Schuhen. So, Moment. Ich habe wirklich sehr viele Schuhe gekauft in letzter Zeit. Das heißt sehr viele, also 4, 5 Stück. Innerhalb von einem Monat finde ich schon viel. Und meine Mutter kriegt die Krise, weil ich zu Hause gar keinen Platz mehr habe. Mal schauen, vielleicht ziehe ich jetzt bald meine eigene Wohnung und dort habe ich genug Platz für Schuhe. Und ja, egal, bevor wir aus dem Thema kommen, fangen wir einfach an mit den Schuhen. Und zwar habe ich mir, oh my gosh, diese Schuhe bestellt von ASOS. Die sind so schön und vor allem sexy.
Das sind diese Nude High Heels bei ASOS. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die waren. Ob sie irgendwas mit 40 oder 60 gekostet haben, ich weiß es nicht mehr. Gerade nude-farbene Schuhe kann man mit allem kombinieren. Dann habe ich nochmal von ASOS Schuhe bestellt. Die habt ihr auch gesehen in meinem Sommer-Lookbook. Und das wären einmal diese Schuhe hier. Die sind schon getragen, falls sie jetzt ein bisschen fleckig aussehen. Das sind diese High Heels. Ich finde sie sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch Schuhe bestellt aus dem Internet. Aber ich weiß nicht, ob das ein Fehlkauf war oder nicht. Weil es sieht schon cool aus, aber irgendwie traue ich mich nicht dazu, die zu tragen, weil die schon sehr auffällig sind. Eigentlich bin ich gar nicht so schüchtern, was auffällige Mode angeht, aber bei denen schon ist es schon so ein bisschen, da bin ich schon ein bisschen zwiegespalten, dass es halt nicht so billig aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Ihr seid im Urlaub und ihr zieht euch Schuhe an und denkt euch, wow, geil, die sehen ja richtig schön aus. Und vor allem runtergesetzt von 40 Euro auf 10 Euro, ja, kaufst du sie dir. So, jetzt habe ich die mir gekauft und es sind schöne Schuhe. Die sehen wirklich gut aus. Das Ding ist aber, es sieht irgendwie doch zu plump aus. Und ich mag das nicht, wenn Schuhe so plump aussehen. Das ist irgendwie bei dem doch der Fall. Und im Urlaub sah das toll aus. Hier zu Hause denke ich mir, was hast du dir dabei gedacht? Hauptsache 10 Euro. Deshalb ist das eigentlich unlogisch, aber eigentlich sind die Schuhe nicht schlecht. Die sind aus dem Geschäft Stradivarius. Diese China-Online-Shops, man hat entweder böse Überraschungen oder schöne Überraschungen. Bei dem Fall ist es eine schöne Überraschung und zwar sind es diese Schuhe hier. Schaut euch mal die Treterchen an. Und die gibt es, wie gesagt, bei Choice zu bestellen. Ja, so, jetzt machen wir weiter mit einem Accessoire. Dann sind wir auch schon fertig mit meinem Online-Shawl. Was? Online-Shawl? Was ist bitte schon Online-Shawl? Egal. Machen wir weiter mit einem Accessoire und zwar aus meinem Fashion-Haul. So, jetzt habe ich's. Ich habe mir nämlich eine Sonnenbrille gekauft, auch von Zara, aber in meinem Urlaub, also aus meinem Urlaub habe ich das. Ich fand die richtig cool, sehr stylisch. Und deshalb habe ich sie mir auch gekauft. Die Sonnenbrille gab es, glaube ich, für 25 Euro. I don't know. Jedenfalls gab es diese Sonnenbrille bei Zara. Ja, bei Zara. So, dann würde ich sagen, war es auch schon von mir und meinem Fashion Haul. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspiriert habe und animiert habe zum Einkaufen. Und ja, was soll ich noch sagen? Dankeschön fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss. Für mich ist ein Lipgloss einfach nicht wegzudenken. So, das wäre einmal A Ray of Sunshine. Und auf den Lippen sieht das dann so aus. Zusammen mit Taupe. Ne? So, jetzt kommen wir zu meinem letzten Lippen.